Die 43. Auflage der Welser Stadtmeisterschaften im Hallenfußball wird Ihnen gewidmet von Eco Group. Lebensmittelrohstoff Import Export www.eco-group.ag. Grilleuropameister Franz Kopetius www.grillen-barbecue.at. Und vom Lahener Wirt. Durchgehend warme und gut bürgerliche traditionelle Küche www.lahener-wirt.at. Öffnungszeiten Dienstag bis Samstag 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15.30 Uhr. Während die einen dem vorweihnachtlichen Stress mit Lesen oder mit dem iPad entfliehen wollen, versuchen es die anderen sportlich mit Fußball. Wie zum Beispiel bei der 43. Auflage der Welser Hallenstadtmeisterschaften, dieses Mal in der umfunktionierten Halle der Basketballer. Offenbar sahen es nicht alle Welser Vereine als Verpflichtung an, an den vom ESV gut organisierten Turnieren teilzunehmen, weshalb sich die Frage nach dem Stellenwert des Hallenfußballs stellte. Na, ich glaube, dass der Hallenfußball generell schon einen hohen Stellenwert hat, aber leider Gottes habe ich den Eindruck, dass er in Wels keinen hohen Stellenwert hat, weil wenn ich mir das Turnier anschaue, sind wir eigentlich in U9-Bewerb mit 4 Mannschaften, okay, da sind noch fast alle dabei, aber im U8-Bewerb, im U13-Bewerb, U15-Bewerb und so weiter oder U16-Bewerb sind teilweise nur 3 Mannschaften am Start. Das heißt, es gibt einige Welser Vereine, die keine Mannschaften stellen können oder wollen? Ich würde eher sagen wollen, keine Mannschaften stellen wollen. Obwohl ja eigentlich der Termin ideal wäre vor Weihnachten, die Kinder sind noch alle da, fahren nicht nach Hause, also eigentlich hättet ihr mit dem Termin den Mannschaften einen Gefallen getan, oder? Ja, eigentlich hätte es ja so geglaubt und das ist auch der Wunsch von den Jugendleiter gewesen, von den anderen Vereinen, dass man nicht in den Ferien spielen. Ja, Stellenwert eigentlich doppelt null, weil es für eine Stadtmeisterschaft eine Frechheit ist, dass die Vereine da eigentlich nicht mitwirken bei so einem Turnier. Also ich bin eigentlich sprachlos, dass man überhaupt sowas veranstaltet, wenn eigentlich keine Mannschaften mitspielen. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil irgendwo das Niveau ja, ein bisschen sinkt oder von der ganzen, oder weiß ich nicht, ist es nichts mehr so wert, die Stadtmeisterschaft oder was, ich weiß nicht. Dass im Kinderfußball vor allem der olympische Gedanke im Vordergrund steht, sieht man am sympathischen Statement von FC Wels Nachwuchstrainer Jürgen Fenzel. Dass die Jungs so einen Spaß haben am Fußballspielen, nur kurz vor den Ferien. Und ja, dass man natürlich auch gewinnt, aber gewinnen ist nicht alles. Sondern wichtig ist, dass sie sich weiterentwickeln. Aber im Endeffekt ziehe ich heute nur eigentlich in Spaß im Vordergrund. Dass bei einem Turnier nicht nur die Fußballer im Dauereinsatz sind, sondern auch die Eltern, die viel Zeit investieren, um ihren Kindern ihr Hobby zu ermöglichen, sieht man am Beispiel einer Lask-Mama. In den Weihnachtsferien sind da auch Turniere geplant oder ist man dann doch eher mit der Familie? Nein, das gibt schon Turnier. Am 6. Jänner? Ja, nein. 27. Jänner und 28. Jänner. Okay, aber zu Weihnachten ist dann doch ein bisschen Ruhe für die Familie. Nein, es gibt keine Ruhe. Wir haben Turniere. Wir haben Turnier, ja. Drei. Wir haben am 27. in Linz, am 2. in Scherding und am 5. in Graz. In 5. Graz. Okay. Offensichtlich stolz auf sein Team der Obmann des ESV Wels, Jürgen Huber, dessen ehrenamtliche Mitarbeiter gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit oft in der Halle stehen, um den Nachwuchs zu unterstützen. Wir haben das Glück, dass wir momentan ein breites Team haben, das breit aufgestellt ist. Wir haben gestern 20 Leute im Einsatz gehabt, heute wieder 10, 15 Freiwillige da, ohne irgendeinen Murren oder sonst irgendwas, die gerne dazu bereit sind, um den Nachwuchs auch zu kümmern. Und da bin ich froh drum und hoffe, dass es so weitergeht auch in der Richtung beim ESV. Nun zum eigentlichen Geschehen. Am ersten Spieltag wurden 3 Altersklassen ausgespielt. Im U9-Bewerb neben dem Veranstalter ESV die Blaue Elf, der FC Wels und die WSC Hertha. Im U13-Bewerb wurde das Interesse der Welser Vereine schon geringer. Neben dem ESV und dem FC Wels war noch die Blaue Elf am Start, weshalb der LASK mit seiner U11 eingeladen wurde, um ein annehmbares Turnier austragen zu können. Da stellte sich für das Team von Live Dabei TV natürlich die Frage. Wie kommt die U11 vom LASK zum U13-Bewerb der Welser Stadtmeisterschaften? Ja, es ist ja so, erstmal möchte ich mich bei Herrn Oberndorfer herzlich bedanken für die Einladung, dass wir überhaupt mitspielen dürfen. Ja, es ist eine ehrenvolle Sache, einfach bei einem U13-Turnier spielen zu dürfen. Sicher muss man es immer abwägen, Verletzungsgefahren hin oder her. Aber die Jungs haben es eigentlich clever gemacht. Sie haben den Ball schnell abgespielt wieder und eigentlich wenig in die Zweikämpfe gegangen. Und somit haben sie das perfekt gelöst, das Ganze. Und somit ist auch nichts passiert. Und das war eigentlich trotzdem der Hauptgrund, was wir gesagt haben bei der Aufstellung und so.
Und das heißt, der Trainer hört es richtig aus, ist mit der Mannschaft eigentlich vollends zufrieden? Ja, absolut. Also was die Jungs für Woche leisten, ist unglaublich eigentlich. Und ich bin so stolz auf ihn, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch wenn es einmal nicht so läuft, aber wir sind ein Team, wir halten zusammen und das ist einfach das Wichtigste. Und ja, es macht mir riesen Spaß mit den Jungs und ich hoffe, dass ich noch lange die Jungs trainieren darf. Viele Wünsche bleiben oft zu Weihnachten unerfüllt. Reelle Vorstellungen von der Zukunft hier von den diversen Trainern? Ja, viele gute Spiele, dass wir das ein oder andere Talent weiterbringen und eigentlich für den ganzen Nachwuchs das Beste eigentlich nur. Naja, ich würde sagen, dass es so weitergeht, wie wir das letzte Jahr, das Jahr 2015 abgeschlossen haben. Wir sind eigentlich sehr erfolgreich gewesen, haben eine gute Entwicklung gemacht und hoffe, dass die Entwicklung weitergeht und dass die Kinder weiterhin viel Spaß haben beim Sport und beim Fußball und dass der Ehrgeiz so bleibt, wie sie derzeit sind, fleißig trainieren und einfach mit Eifer, Ehrgeiz, Spaß bei der Sache sind. Also, dass die Profimannschaft den Aufstieg schafft, das war einmal für den ganzen oberösterreichischen Fußball oder extrem. Für den LASK ein Wahnsinn einfach und ja, ich darf mir es wünschen und ich glaube ganz Oberösterreich sowieso. Bleibt mit einem Augenzwinkern abzuwarten, ob wirklich alle Wünsche in Erfüllung gehen. An Talenten mangelt es dem LASK offenbar ja nicht, wie man an Pascal Silic sieht. Für ihn und seine Mannschaft war es eine besondere Herausforderung, gegen zwei Jahre ältere Kinder zu spielen. Ja, war nicht leicht, aber ich finde, dass wir gut gespielt haben. Ja, also bist mit deiner Mannschaft und mit deiner Leistung zufrieden? Ja. Der abschließende U16-Bewerb wurde zu einer Vereinsmeisterschaft des FC Wels mit Beteiligung des ESV. Kein anderer Welser Verein fand es der Mühe wert, eine Mannschaft zu entsenden, obwohl in jedem Club die Mehrzahl der Spieler vor Weihnachten noch verfügbar wäre. Da ist wohl ein Umdenken der Vereinsfunktionäre vonnöten, um in Zukunft wieder würdige Nachwuchsstadtmeisterschaften austragen zu können. Nichtsdestotrotz waren die teilnehmenden Spieler top motiviert, weshalb man viele schöne Spielzüge und noch viel, viel schönere Tore zu sehen bekam. Besonders erfreulich die U9-Mannschaft der WSC Hertha, die der Kampfmannschaft um nichts nachstanden. Ja, es waren nur vier Mannschaften da, aber wir haben nach anfänglichen Schwierigkeiten ganz gut in unser Spiel gefunden. Und die Buben haben brav gekämpft und haben verdient den Pokal geholt, wobei alle Mannschaften brav gekämpft haben. Ja, und eine Frage an die Jungs, da hält schon einer im Pokal. Was wünscht sich die U9 vom WSC Hertha zu Weihnachten? Dass wir weiter so bleiben, dass wir weiter Turniere so gewinnen und dass wir gut spielen. Super. Und willst du in, sagen wir, 10 Jahren nur beim WSC Hertha spielen oder doch bei Bayern München, Real Madrid oder wo? Ich bleib. Bei Deutschland und bei Bayern? Ja, ich glaube, ich spiele bei der Bundesliga. In der Bundesliga? Nur im LASK, oder? Ja. Und hast du ein Vorbild auch? Ja, Ibrahimovic. Was braucht man eigentlich, um in die Fußstapfen eines Zlatan Ibrahimovic treten zu können? Ja, dass wir mehr Disziplin haben und dass wir so weiterspielen. Live dabei TV gratuliert den Siegern der einzelnen Altersklassen. In der U9 setzte sich die WSC Hertha durch, den U13-Bewerb gewann der Veranstalter ESV und in der U16 triumphierte der FC Wels. Ja, bei mir jetzt der neue Stadtmeister, 43. Hallenstadtmeister im U13-Bewerb der ESV Wels. Ja, eine Frage, da haben wir einen wunderschönen Pokal. Wie war aus deiner Sicht das Turnier? Bist du zufrieden mit der Leistung? Ja, ich bin sehr zufrieden mit uns. Also wir waren, schätze ich, schon gut. Wir waren eine Überraschung und haben auch ganz gut gespielt, schätze ich mal. Ja. Und was wünschst du für deine Mannschaft jetzt fürs nächste Jahr 2016? Wie soll es weitergehen? Ja, wie bisher weitergeht, dass wir gute Leistungen bringen und auch gescheit trainieren und auch Profis werden, ist unser Ziel natürlich. Nicht vergessen will ESV-Obmann Jürgen Huber auf einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil eines intakten Vereinslebens. Auf dem Weg möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei den Sponsoren, die uns immer wieder tatkräftig unterstützen und uns einfach auch den Nachwuchs, der viel Geld verschlingt auch, wenn man so aktiv ist wie wir, die eigentlich im Jahr 2-3 Wochen eine Pause machen, möchte mich ganz herzlich mal bedanken. Am Ende des Tages holten sich alle Teams ihre wohlverdienten Pokale ab.
Bleibt nur zu hoffen, dass sich bei den 44. Welser Nachwuchsstadtmeisterschaften alle Vereine beteiligen, um den Stellenwert dieser Veranstaltung wieder heben zu können. Die 43. Auflage der Welser Stadtmeisterschaften im Hallenfußball wurden Ihnen gewidmet von Eco Group, Lebensmittelrohstoff Import Export, www.eco-group.ag. Grilleuropameister Franz Kopetius, www.grillen-barbecue.at. Und vom Lahener Wirt, durchgehend warme und gut bürgerliche traditionelle Küche, www.lahener-wirt.at. Öffnungszeiten Dienstag bis Samstag 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15.30 Uhr.